So, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Und wir bestreiten mal heute den Weg des Champions, beziehungsweise in der heutigen Session, den Weg des Champions. Seid gegrüßt. Darf ich euch etwas über die Kirche fragen? Es ist schwer zu sagen, was jetzt aus der Kirche werden wird. Sie hat keine Templer mehr, keine Anführerin und es gibt niemanden, der würdig wäre, die Nachfolge der Göttlichen anzutreten. Sie bricht ausgerechnet dann auseinander, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das für die Zukunft bedeutet. Wird die Kirche die göttliche Justinia ersetzen? Sie wird es versuchen. Sobald sich die Priesterinnen zum großen Konsens zurückziehen, kann dieser nach dem Gesetz der Kirche erst enden, wenn eine neue Göttliche gefunden ist. Manchmal dauert es Tage oder Wochen oder sogar Monate. Das derzeitige Problem ist, dass es keine klare Nachfolgerin für Justinia gibt. Sämtliche würdige Klerikerinnen sind beim Konklave mit ihr gestorben. Denkt ihr wirklich, dass die Kirche es wert ist, erhalten zu werden? Wenn ihr nach meiner Meinung fragt, ja, auf jeden Fall. Schafft man die Kirche ab, werden neue Probleme die alten ersetzen. Wir werden nichts aus der Geschichte gelernt haben. Die Leute brauchen Stabilität und die Kirche braucht eine neue Ausrichtung. Andraste hatte einen Traum für uns und er kann noch immer in Erfüllung gehen. Es überrascht mich, dass ihr gegen die Kirche rebelliert habt. Ich verließ meinen eigenen Orden, als er den falschen Weg eingeschlagen hat. Mit der Kirche war es dasselbe. Dennoch habe ich in beiden Fällen nicht aufgehört, mich um sie zu sorgen. Ich sorge mich sogar so sehr, dass ich drastische Maßnahmen für nötig halte. Ich nehme an, die Geschichte wird meine Taten eines Tages beurteilen. Danke. Okay. Wir wollen zum Kartentisch. Denn jetzt sollten definitiv einige Sachen fertig sein. Ich will kurz in mein Inventar gucken. Es könnte sich doch vielleicht lohnen, vorher nochmal dem Händler einen Besuch zu abzustatten. Bestatten zu. Kaufen, verkaufen und verkaufen. Alles verkaufen. Eine Altelfenrobe. Wie wäre die für Solus? Ah, bisschen besser, ne? Nee, doch nicht. Doch nicht. Dorian? Auch nicht. Aber für Vivian wäre die besser. Aber geht halt nur für Elfen, von daher können wir die hier verkaufen. Kaufen. Ja, nee, das ist. So. Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das. So. Haben wir einiges verkauft? Stimmt, ich wollte gucken. Wir hatten ja Waffen auch bekommen. Thamens Weisheit. Ansonsten können wir alles hier wieder. Glaube, der eiserne Bulle, der braucht. Anderes, ja, der hat eigentlich schon ausgesorgt. Der hat schon ausgesorgt, das ist kein Problem für ihn. Dann können wir auch hier unsere Waffen verkaufen. Machen wir einfach mal. So. Gut. Jetzt haben wir hier genug verkauft. Nun ist es Zeit, hierhin zu gehen.
Damit wir schnell hierhin gelangen. Es ist mir ein Vergnügen. Ja. Auf ein andermal. Gebt auf euch acht. Okay. Dann holen wir uns alle Berichte ein. Also die Frage ist halt, wo der letzte Champion sein wird, den wir noch holen müssen. Die große? Inquisitor? Inquisitor, unsere Leute haben etwas aufgescheucht. Etwas Großes und Stures. Etwas Großes und Stures. Ihr habt doch nach einem Reittier gesucht, das der Verlässlichkeit der Inquisition entspricht. Und das, ich habe keine Ahnung, was es spricht, aber es ist definitiv ein Reittier und verlässlich ist es auch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also sage ich euch einfach, wo ihr es finden könnt. Und wo unsere Leute darüber sagten, das ist mal eine große Nack. So, Hilfsangebot nach ihren Bedingungen. Es tut mir leid, Inquisitor. Der Stollen ist eingestürzt, als die Botschafter den Fuß neben den Pfad setzten. Unsere Leute konnten sich gerade noch retten. Am Eingang fanden sie eine Botschaft. Ein Brief auf dunklem Pergament mit offensichtlich zwergischen Symbolen. Ihr kanntet die Route. Wenn ihr Handel treiben wollt, haltet euch an die Abmachung. Beim nächsten Mal hört ihr auf uns. Wenn es ein nächstes Mal gibt. Okay. Und das alte Labor untersuchen. Die letzten Venatori haben das alte Laboratorium. Nee, wir machen. Rat der Magi. Metalle. Nachtigall, wir haben die Gefahr unterschätzt. Unsere Freundin, die Marquise, hat sich vergangene Woche mit einem Dutzend Adligen getroffen. Dabei haben einige Geschenke den Besitzern gewechselt. Zumindest Büsten von Justinia. Wir haben uns eine davon besorgt und festgestellt, dass sie hohl und mit rotem Lyrium gefüllt war. Aha. Dann wollen wir doch mal sehen. So. Josephines Verlobten duellieren. Machen wir uns an die Arbeit. Und das machen wir, wenn dann mit Liliana. Ein Geschäft mit den Händlerprinzen abschließen. Die mit uns verbündeten Händler des Königreichs Antiva lassen fragen, ob sie uns in irgendeiner Weise helfen können. Sie könnten uns mit edelsten Waren in ganz Thedas beliefern, was unser Ansehen steigern und unseren Einfluss nach Norden ausdehnen würde. Natürlich würden die Händlerprovinzen bei dieser Gelegenheit versuchen, uns bis ans Ende aller Tage vertraglich an sie zu binden. Falls wir interessiert sind, sollten wir unsere besten Leute mit den Verhandlungen betrauen. Unsere Diplomaten sind recht angesehen und ich denke, wir würden von diesem Geschäft profitieren, wenn wir es geschickt anstellen. Wir stehen euch zu Diensten. Gut, dann machen wir es doch mal. Und wir können in der Zeit in die erhabenen Ebenen und darauf spekulieren, dass ich weiß, wo wir hin müssen.
Mal sehen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Das will ich auch hoffen. Ich weiß aber beim besten Willen nicht, wo wir hin können. Denn wir suchen ja weiterhin hier. So. Sagen wir hier ungefähr. Ich weiß nicht, ob wir dorthin kommen. Weil wir wollen den Bereich noch erkunden. Mal sehen. Das ist nämlich noch ein Bereich, den wir noch gar nicht erkundet haben. So, mal sehen. Aber wieder Blechstrebe. Wir bräuchten noch diesen Bereich. Hier haben wir Viridium. Wie gesagt, sehr wertvoll für uns. Aber ich glaube, daran vorbei kommen wir jetzt nicht. Nee. Nee, daran vorbei kommen wir nicht. Weil wir könnten hier. Offen? Nee, ja, wir verziehen uns eher davon. Wenn wir hier hingehen. Kommen wir dann auch dort rum? Ich weiß nicht. Wir brauchen nämlich mehr Gebiete. Ich meine, zwei Bereiche haben wir noch nicht entdeckt. Ein Bereich wird wahrscheinlich der mit dem Drachen sein. Na, komm mal her. So. Hier war ja der Riss. Genau. Wir haben ja hier immer noch die Sachen nicht geplündert. Ich schätze aber nicht, dass wir da so einfach rumkommen. Ja. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir, es wäre auch zu schön gewesen, dann. Müssen wir einfach dorthin. Zum Drachen. Gehen wir zum Drachen. Das ist ja anscheinend irgendwo hier. Wir haben anscheinend keine andere Wahl. Von daher. Kämpfen wir mal ein bisschen, mein Freund. Der Gurgut. Ja, perfekt. Also ich glaube, gegen den Gurgut haben wir schon ein gutes Line-Up gefunden. So, wir können aber auch hier hingehen. Und da kommen wir zu dem Bereich, wo wir noch nicht waren. Haha, ja, das Es ist ruhig hier. Das gefällt mir. Ah, das gefällt dir.
Mir gefällt das nicht, wenn es so ruhig ist. Das bedeutet am meisten nichts Gutes. Okay, wir kommen dann nicht an ihn ran. Jetzt aber. So. Sehr schön. Ah! Da ist der letzte Champion. Komm, töte mal hier den Champion. Cool. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Ich meine, ich muss ja hier keinen eilen. Cool. Meine Champion lebt noch. Ich weiß halt nicht, ob er nur deswegen lebt, weil wir ihn verzaubert haben, oder ob er einfach so überleben soll. Ich weiß nicht. Okay, gehen wir mal hier weiter. Nehmen wir hier Obsidian mit. Haben wir wenigstens den Weg des Champions abgeschlossen. Ja, da hinten wäre noch was, aber mein Gott. Was haben wir markiert? Na, markieren wir das mal. Markieren wir den Riss einfach mal. Kopfgeldplakat. Hm. Okay. Dann geht da mal hin. Ich wünsche euch viel Spaß. So. Und sollen wir mal sicherheitshalber wieder heilen. Bringt zwar nicht viel, aber mein Gott. So, da haben wir aber noch was. Ein Fragezeichen. Eine Sehenswürdigkeit. Sieh doch mal einer an. Nehmen wir auch gerne mit. Zerbrochener Hund. Ich hatte eigentlich vor, einen Kohleabrieb der wundervollen elfischen Inschriften auf dem Stein anzufertigen, um sie der Universität von Orlais zur Übersetzung zu überlassen. Leider wurde ich dabei unterbrochen, als ich spürte, wie irgendwas von dem dunklen Wasser mein Bein streifte. Ich ließ sofort Pergament als auch Kohle fallen und rannte, bis ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. So, Obsidian, Obsidian. Das heißt, die letzte Sehenswürdigkeit wird dann der Ort des Drachen sein. Da kann man mir sagen, was man will. Ich will auch einmal so speichern.
genau dieses Exemplar. Ja, aber erst müssen wir halt den Riss schließen. Bevor wir uns mit dem Drachen da anlegen. Dann mal los! Boah, es wird der letzte Riss sein. Boah. Man ist natürlich um den Dämon. Der Verzweiflung. Ei. Das ist nicht so toll, aber ey. Er ist halt vor meinem Feuerschaden immun, aber. So, jetzt kurz gucken. Ja, nee. Nehmen wir mal das da hinten und Solus nimmt das. Cool, Solus hat es gar nicht erwischt. Gut, das ging ja mal schön daneben. Renne einfach. Weißt du, du hast keine Chance gegen mich. Nur der hier wird ein Problem. So, und der Schemen noch. Ah ne, der auch noch. Ja, jetzt aber. Dann haben wir alle Risse auch. In diesem Bereich. Damit ich das richtig verstehe, Solus. Ihr seid ein Abtrünniger, weder Dalish noch Stadtelf, der alleine in den Wäldern gelebt und Geister studiert hat. Habt ihr damit ein Problem? Nein, ihr seid eine besondere und einzigartige Schneeflocke. Lebt euren Traum.